Heute, aber durch das, dass das alles nicht lief, so wie es laufen soll, mache ich das dann morgen früh, den 934 holen. Reinfahren morgen. Dass ich dann vorwärts rauskäme. Oder ob wir noch was anderes machen hier drin an der Baustelle. Keine Ahnung.
geht, fahre ich auch gleich rückwärts rein. So dass ich dann vorwärts wieder aus der Baustelle komme. Wenn es klappt. Zeit ist 5.42 Uhr, also bin schon kurz vor 4 bin ich zu Hause los. Etwas verwirrend die Ampel eben. Ich dachte wirklich, für mich wäre hier noch grün. Aber ich weiß, ich sollte denken. Ja, das, ja. So, hier vorne bin ich auch schon gleich zu Hause. Ja. Ich weiß nicht, ob es vom Platz her reicht. Ich weiß nicht, ob es vom Platz her reicht. Versuch macht klug. So. Kurz warten. Kommt da vorne ein Kreisel. Könnte ich eventuell drehen da vorne. Stehen bleibe, den Arsch gleich rum und laufen lasse, so weit wie es nur geht, dass ich dann nicht so weit genau so hier die Kamerasäle aufstelle draus, ne? Ah ja, halt ein Profi. Dass ich weit genug zurückkomme, dass ich abhängen kann. Ah, die Schleife.
live gerade über dem Boden. Ich habe die Schiene etwas umgebaut hier, ne? Vorne dran, wo stelle ich mein Fahrzeug hin? Draußen auf die Straße. Ne? Ach nee. So sieht es jetzt aus. Ich gucke, dass ich hier in den 4, 5, 6 Metern den Bagger drauf gezaubert bekomme irgendwie. Ja, kriege ich mal schon hin. Irgendwie geht es immer. So, Gummis habe ich liegen, Ketten habe ich liegen.
wieder rauskommt. Ich habe die Schiene hier vorne habe ich etwas umgebaut. Unbeabsichtigt. Er braucht Ewigkeiten, bis er dann seinen Schaltvorgang macht. Dafür klappt es jetzt fast perfekt. Vorne kommt einer, den lasse ich noch vor. Komm, blinke, wohin? Weglenken, stehe am Bordstein. Jetzt, dass ich beim Reinfahren habe ich die Schiene von dem Tor unten etwas deformiert. Das Tor bleibt jetzt einen guten Meter offen. Kommt leider vor. Erstes ist wieder alle gar eilig. Wäre ja nicht so, dass hier vorne gleich die Autobahn wäre und man dann sowieso vorbeifahren könnte. Uhr, gute Stunde war ich hier.
Uhr und 10 Minuten. Was soll ich sagen, es lief sehr gut, keine einzige Verzögerung. Ein paar Kollegen, die ihre Fahrzeuglänge, ihre LKW-Länge nicht richtig einschätzen können und dir dann zwei Meter vor die Nase ziehen, wenn sie überholen. Keine Kollegen aus meiner Firma, sondern Kollegen aus anderen Firmen. In die Baustelle einfahren. Letztes Mal, als ich den Bagger geholt habe, bin ich rückwärts rein. War ich halt allerdings auch leer. Ja. Na, dann bleib stehen. Ja. Gucken, wie ich das jetzt mache. Ich werde mal hinten rumfahren. Ich weiß, oben aufgemalte Kreisel dort, ne? Und da ist eine Verkehrsinsel vorne dran. Ich muss ja mit meinem Heck ausscheren, dass ich in diese Straße reinkomme. Also das wird ein bisschen bescheiden werden. Ich weiß ja nicht, ob schon irgendjemand da ist. Geh einfach mal davon aus, ich bin wieder alleine. Alles scheißegal. Komm, die fahr mal, ich muss mit dem Bus hier rum. So, da wo das blaue Auto steht, muss ich dann schon wieder links rein. Thank you.
Ende, schöne Ostertage. Ja, danke. Dürfte jetzt normalerweise einfacher sein. Ich bin gerade ein bisschen Gedanke der Poste hier steht, wie sie scheppen. Ob ich das war, aber wir sind keine Macke dran, ne? Wie schon früher. Geh mal einfach davon aus, dass ich das nicht war. So, fahren wir raus. Ich habe keine Ahnung, wo es hingeht. Komm nur. Und dann stehe ich hier gut. Ich könnte eigentlich noch ums Eck fahren, ne? Oh, dann lass ich vorhin jetzt aber weg, sie. Eigentlich noch ums Eck fahren. Die drehen hier Kreise. Habe ich denn drin? So aus, wenn der hier über den Berg kommt. Anscheinend machen die wieder irgendwelche Flugübungen in Rammstein. Ich bin hier zum Laderladen, Mensch. Laufen wir mal Richtung Mühle. Richtung Mühle, Richtung Radlade. Mal gucken, wo das Typenschild ist. Hier irgendwo, hier an der Seite. Erkennen 27,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. Ja, das heißt, ich nehme an, mit voller Schaufel, denke ich mal, soll das dann heißen. So, Handschuhfach, muss kurz was holen. Hauptschalter holen. Jede Maschine hat einen Hauptschalter. Knack. Oh, das habe ich wieder nicht gefilmt. So ist er an. Ich bin so blöd. Ne? Der stand so. Und so ist er jetzt auf alle Fälle an. Der Fahrer wusste nicht, ob der Lader geholt wird heute. Deshalb hat er vorsorglich mal den Hauptschalter gezogen.
hier ist die Knicksperre. Wird dann hier oben mit dem Bolzen rausgemacht. Das rote Teil wird dann hier reingelegt. Dann kommt der Bolzen wieder rein, dass sich der Lader während dem Fahren, das ist ein sogenannter Knicklenker, ja, und dass der sich nicht, Moment, ich ziehe gerade meinen Handschuh aus, und dass der sich nicht während dem Fahren halt einfach wegdreht, macht man diese rein. So. Wegmache innen drin. Und fahre ich wieder drüber. Haben wir es. Ich war gerade tanken.